So, Custom Level Namen haben wir keine. Wir müssen Itcliff machen. Ich möchte Pistol Starts machen. Steht sogar diesmal extra auch in der Textfile, dass die Maps alle per Pistol Start auch zu machen sind. Wir haben 76 Gegner, 2 Secrets. Zu wenig Gegner immer noch. Das wundert mich. Das wundert mich tatsächlich. Und so eine doch höhere Gegnerdichte bisher noch. So, gehen wir erstmal hier runter. Die Mucke kommt mir auch bekannt vor. Oh, guck mal. Das brauche ich doch jetzt. Die Mucke kommt mir auch bekannt vor. Ich komme aber gerade nicht drauf. So, sehr schön. Okay, das bringt mir nichts. Sehr schön. Okay. Ey, gemein. Chain Gun haben wir jetzt natürlich erstmal keine. Ich habe einen Chain Gunner schon gesehen im Außenbereich. Deswegen mal gucken, ob wir an eine kommen werden. Demnächst. Wir räumen ganz schön gut auf. Holy. Das geht tatsächlich sehr zackig hier. Oh, schade. Ich dachte, der Karko erwischt dich noch. Naja. Wir müssen auch echt gucken wegen der Munition. Never mind. Hier sind auch noch ein paar wandelnde Munitionspacks gewesen. Was haben wir denn hier Schönes drin? Ein Imp. Ich habe nach Schönem gefragt, aber naja. Kriege ich offensichtlich so schnell nicht. Was ist denn hier unten? Okay. Ja, dann machen wir das hier doch auch einfach mal ganz entspannt. Ganz entspannt. Ein Baron, okay. Kein großes Problem eigentlich. Absolut kein großes Problem. So. Du bist jetzt halt ein kleiner Munitionsfresser, wa? Aber das ist schon in Ordnung. Du bist da oben absolut ungefährlich platziert. Muss man auch einfach mal an der Stelle sagen. Muss man an der Stelle auch einfach mal so sagen, wie es ist. So, hier draußen ist noch nichts. Wir haben da eine Rüstung, die wir wahrscheinlich bekommen könnten ab dem Zeitpunkt, wo wir mit der roten da raus können. Da können wir bestimmt durchs Fenster springen. So, dann sollten wir vielleicht erstmal durch die blaue Tür gehen. Von da einen kommen wir von... Nee, von hier haben wir auf jeden Fall noch nichts gemacht. Mehr war hier auch noch nicht. Hier oben war der Chain Gun, aber ich weiß nicht, ob wir da hinkommen. Das sieht eher nicht danach aus. Ich hätte so gütig sein können und die mir runterschmeißen, aber wollte auch nicht. Oder unten liegt eine. Von einem toten Marine-Kumpel. Er hat es wohl offensichtlich nicht geschafft gegen die Pinkies. Er wurde gegessen. Naja. Zack, zack. Oh, das waren mehrere Chain Gunner, Chain Guns, die da in einem lagen. Na komm. Ich könnte euch jetzt einfach infighten lassen, aber ich habe da jetzt keine Lust drauf. Wenn ich ehrlich sein soll. Okay. Schnappen wir uns das hier. Wir gehen dann mal zur roten. Hallöle. Sie möchten sterben und haben den Sonder-Doomguy Expressweg in die Hölle bestellt. Dann werde ich mal meinen Diensten anfangen oder so. Ja, ja, ich habe euch schon bemerkt, die Arachnotrons. Frech. Tatsächlich frech. Das ist ein Secret. Okay. Aber sehr praktisch. Wunderbar.
So. Wir machen uns das doch ganz einfach. Okay. Ich muss zugeben, der Schalter war ein bisschen versteckt. Würde mich tatsächlich bei dem Schalter nicht wundern, wenn es ein Secret ist. Aber mal gucken. Ja. Ging sogar ein Raketenwerfer, der mir jetzt gar nichts mehr bringt. Aber hey, hier ist er. Hier ist er. Wir sind nämlich tatsächlich schon fertig. Wir sind tatsächlich schon fertig. Krass. Krass, krass. Dann. Plopp. Wunderbar. Damit haben wir auch schon Map 2 erfolgreich bewältigt. Krass auf jeden Fall. Bisher hält sich's echt noch zurück. Also, die sehen gut aus, die Maps, ne? Don't get me wrong. Das sind visuell eigentlich schon ansprechende Maps, so. Mich wundert's nur, dass sie sich noch so stark zurückhalten. Ich glaube. Beim ersten war Evictus war ja Map 2 schon irgendwie mit 200 Gegnern oder so. Und hier, man sieht ja, wie schnell das jetzt ging. Bin ich echt gespannt, weil ich glaube, war Evictus 2 hat auch nur 7 Level. Also bin ich wirklich gespannt, was da jetzt noch kommen wird. Aber ja, würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Level wieder. Bis dann.